waghalsige Flugmanöver vor einer malerischen Kulisse. Beim diesjährigen Red Bull Air Race war der Kampf um den Etappensieg äußerst eng. Wie immer mussten die Piloten ihre Maschinen möglichst schnell durch einen Slalomkurs lenken, bei Geschwindigkeiten von bis zu 370 Stundenkilometern. Die Entscheidung fiel diesmal denkbar knapp. Der Österreicher Hannes Arch gewann mit einem Vorsprung von ganzen 0,08 Sekunden. Gewinnen ist immer cool, aber vor allem so nah an zu Hause. Ganz viele Österreicher waren gekommen, meine Familie war hier, also bedeutet der Sieg mir sehr viel und es war ein richtig hartes Rennen. Erstmals gastierte das Air Race in der kroatischen Hafenstadt Rovinj. Hier wartete auf die Piloten einer der engsten Kurse der Tour. Auch die örtlichen Bora-Winde stellen eine besondere Herausforderung dar. Der 47-jährige Österreicher gewann vor seinen britischen Konkurrenten Paul Bonom. Den dritten Platz erflog sich der Japaner Yoshihide Muroya. Rovinj ist die zweite von 8 Stationen der WM-Serie 2014.